Sterbearien sind immer das Um und Auf einer jeden Oper und hier kommen gleich zwei davon. Dies ist die vierte Folge meiner Fortsetzungsoper Der Fischgesang des giftigen Huhns, bestehend aus zwei Sterbearien, nämlich zuerst der Überleitung und Sterbearie des Daniel Oberegger und dann der Sterbearie des Gesamtkonzepts, das an meiner Stelle sterben muss, da ich sonst ja die Oper nicht weiter komponieren und einsingen kann. Was wird es für ein Ende geben? Wer will das Leben noch bejahen? Mit Glauben auf die Zukunft hoffen, wenn Alter, Krankheit, Sichtung nahen in einer Welt voll Katastrophen. In Krisen wird der Mensch noch dümmer, wer will das unbedingt erleben, wenn's enger wird und immer schlimmer, wenn Kämpfe, Kriege sich ergeben. Das letzte Land, um reine Luft, ums letzte Öl und jedes Stück, da lieg ich lieber in der Gruft. Ich sterbe jetzt zu meinem Glück. Bin körperlich im Tod ist mir egal der Grund. Ich sterbe und zwar gern und jetzt. Ich sterbe ganz gesund. Diese Haltung aber im Amt, Herr Oberegger, als äußerst unvernünftig, denn wenn er jetzt tot, dick wäre die Handlung so. Der Zufall und ich, wir tun uns zusammen, um etwas zu unternehmen. In diesem Fall ist es das algorithmische Bestimmen der Handlung dieser Oper. Nun aber gründet sich jedes Unternehmen auf ein Verbrechen. Nun aber gründet sich jedes Unternehmen
auf ein Verbrechen. Und dieses besteht darin, dass wir das Gesamtkonzept dieser Oper überfallen und ausrauben. Raubmord. Anstelle von mir stirbt das Gesamtkonzept. Anstelle von mir stirbt das Gesamtkonzept. Ich kann daher in Ruhe die Oper fertig komponieren, ganz ohne Konzept. Ganz ohne Konzept. Die Sterbe-Arie kommt zu spät. Schon lange bin ich tot und fern, ob ich einstmals gelebt hätt, ob lebte ich wirken tät, das wüsst ich selber gern. Das Chaos kann man gut erkennen, wenn alles Dringende verschleppt. Wenn sich Experten wirr verrennen, Politiker die Chance verpennen, dann fehlt's Gesamtkonzept. Wenn dieses nun die Arie singt, der Logik letztes Angebot. Man weiß schon, dass es leer verklingt und niemals in ein Handeln dringt. Es ist schon lange tot. Es ist schon lange tot. Wenn alles sich als Unsinn zeigt, und auch der Urwald schon versteppt, wenn Meer und Wirtschaft weiter steigt, sich jedes Gut zum Ende neigt, dann fehlt's Gesamtkonzept. Gesamtkonzept, du stirbst. So schön es bleibt, nur Stückwerk Unverstand, dann können wir gut untergehen. Die Ursach wir genau verstehen, sie liegt ja auf der Hand, sie liegt ja auf der Hand.